Ja, jetzt kommen wir zu dem Teil, also es ist ja auch teilweise ernüchternd, wenn man diese ganzen Daten und Fakten sieht und wenn man dann sich mit dem Thema beschäftigt. Dafür wird es jetzt noch ein bisschen ernüchternder, noch ein bisschen, der erste Teil meines Vortrages ist noch ein bisschen frustrierender, da müssen Sie jetzt einfach durch, ja, weil die Daten und Fakten sind einfach so und das Beste ist, dass man das einfach konfrontiert, so nach dem Motto, aha, so ist das, ja, weil da kann man sowieso nichts dagegen tun, es ist einfach so. Ja. Und wir fangen an mit der Staatsverschuldung, das können Sie überall nachlesen, wenn Sie das wirklich mal konfrontieren und sich auch diese Kurve anschauen, dann sehen Sie, dass das 1960 noch gute Zeiten waren und dass es seitdem jedes Jahr nach oben geht. Und ich frage mich schon seit Jahren, wieso geht das eigentlich? Also was passiert da eigentlich? Und wenn ich jeden Monat eine Haushaltsverschuldung in unserer Familie machen würde, das würde nicht lange gut gehen. Oder auch in der Firma, für die Leute, die eine Firma haben, gehen Sie mal zu Ihrem Banker und sagen, ja, ich habe eine Neuverschuldung von so und so viel. Das macht er nicht lange mit. Also irgendwie scheint das aber immer zu gehen und das scheint auch normal geworden zu sein. Die Zahlen können Sie alle recherchieren. Hier ist Quelle Wikipedia, aber auch Bund der Steuerzahler, Finanzamt, das sind die Quellen. Und wenn man sich das anschaut, hier sehen Sie das Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja die gesamte Waren- und Produktmenge, die umgeschlagen wird in einem Land in 2009. Und dann sehen Sie, 73% des Bruttoinlandproduktes ist die nationale Verschuldung in den Ländern, wo es rot ist. Und hier ist schwarz, das ist dann schon mehr als 100%. Da sieht man dann auch Griechenland. Also da sieht man deutlich und Italien ist gefährdet und so weiter. Das war 2009. Da sieht man, dass es ein paar gelbe Flecken noch gibt. Spanien war da noch orange und das ist ja ganz Europa. Und wenn Sie jetzt 2010 sich anschauen, da wird immer mehr rot. Belgien ist dazugekommen und wenn Sie das sich anschauen, dann sehen Sie, dass es eigentlich nur noch ganz wenige Länder gibt, denen es wirklich gut geht, wie Luxemburg beispielsweise oder dann auch, die Schweiz ist hier nicht dabei, ja, die ist ja nicht im EU-Teil mit erfasst hier. Aber man sieht deutlich, dass da einfach die Länder alle verschuldet sind. Und das ist einfach der Fakt. Und dann muss man sich überlegen, okay, wo führt denn das hin? Ja, jetzt haben wir überall Schulden. Und hier mal auf der Seite vom Bund der Steuerzahler, der warnt gegen Griechenlandhilfen. Und dann überlegt man sich, okay, warum warnt er denn darüber? Und wenn ich mir hier anschaue, wie die, das ist das Bruttoinlandsprodukt, was sich also normal entwickelt hat und dann eine Verschuldung, der Gesamtverschuldung, dann sieht man, wie diese Kurven auch auseinandergehen, also wie da eine Lücke immer mehr klafft. Und hier die Unternehmensschulden gehen also auch rapide hoch im Gegensatz zu den Bruttolöhnen. Die Bruttolöhne entwickeln sich normal und so merkt man einfach, dass auch die Firmen dann irgendwann in so eine Klemme reinkommen, dass die ihre ganzen Schulden gar nicht mehr richtig bezahlen können. Hier schreibt dann der Spiegel, dass die Schere sich öffnet, dass die Reichen immer reicher werden, dass es also seit der 2000 war das hier, dass das deutlich zu merken ist, dass es hier +31% und dass hier die Armen auch immer ärmer sind. Und wenn Sie auch im Fernsehen mal schauen, Tafeln haben reges Wachstum. Also da merkt man richtig, dass diese Kluft auseinandergeht. Und diese These, die hier auch in dem ersten Teil berichtet wurde, die scheint irgendwie zu stimmen. Wenn wir uns hier das anschauen von der INWO, eine ganz aktive Gesellschaft, auch draußen vertreten mit dem Bücherstand, dann sehen wir hier, dass das Rote, die Nettolöhne und Gehälter, die steigen also moderat oder hier sogar im Sinken in Milliarden D-Mark. Das Sozialprodukt steigt hier und das Geldvermögen, das geht ab. Da sieht man auf einmal, dass das bläht sich auf in einer riesigen Wolke und dann habe ich mich gefragt, wie kommt denn das? Und da ist mir vor ungefähr 7 Jahren auf einem Vortrag das klar geworden von der Frau Professor Kennedy, die dann gesagt hat, es gibt verschiedene Wachstumskurven. Und das, was jeder kennt, ist lineares Wachstum. Beispielsweise, wenn Sie, ein Stück haben und für jedes eine Stück bekommen Sie 2 Euro, bekommen Sie für 4 Stück 4 Euro und so weiter. Das heißt, also da wird es immer linear wächst das immer mehr. Es gibt aber auch noch natürliches Wachstum. Das heißt, das wächst am Anfang sehr stark und am Ende gar nicht mehr. Das ist beispielsweise bei den Menschen, die ersten 20 Jahre wachsen wir sehr stark und dann stagniert das so. Es geht dann höchstens wieder ein bisschen runter, aber das
ist dann eher der Schrumpfungsprozess. Oder auch Bäume, die wachsen am Anfang sehr, sehr schnell, sehr stark und dann sind die eine ganze lange Zeit auf einem stabilen, hohen Niveau. Und das haben wir hier natürliches Wachstum genannt. Und dann gibt es noch das exponentielle Wachstum. Da sehen Sie auch die exponentielle Kurve. Und das Tückische dabei ist, dass man das erst erkennt, wenn man das später betrachtet. Das heißt, wenn man hier jetzt nur in der zweiten oder in der ersten oder zweiten Zeiteinheit, ich habe das hier mal in 1, 2, 3, 4 Zeiteinheiten unterteilt, und wenn Sie hier in der zweiten Zeiteinheit schauen, dann könnte man sogar sagen, ja, aber das hier ist doch viel verträglicher und das ist doch viel moderater und so weiter. Sämtliche Schneeballsysteme sind nach diesem Prinzip aufgebaut. Einer wirbt einer wirbt zwei, dann zwei nochmal zwei und so weiter. Und deshalb kollabieren die auch irgendwann. Das geht am Anfang immer gut und irgendwann knallt das dann. Und zwar knallt das dann hier hinten. Also muss man sich immer überlegen, in welcher Phase befinden wir uns gerade, wenn wir in einem solchen exponentiellen Wachstum sind. Wenn wir uns mal anschauen, was wäre gewesen, wenn der Josef für den Jesus ein Sparbuch gehabt hätte, mit 5% Zins, aber ohne Zinseszins. Nur Zins ohne Zinseszins. Was wäre dann draus geworden heute? Schnelle Schätzung für diejenigen, die es nicht kennen, was wäre draus geworden? Schätzen Sie mal, ohne Zinseszins. Einfach mal reinrufen. Na, traut sich noch keiner? Okay, dann machen wir das mal gemeinsam. Nach 100 Jahren wären es 5 Cent, dann nach 200 Jahren wären es 10 Cent. Das entwickelt sich sehr moderat. Nach 400 Jahren sind es 20 Cent, nach 1000 Jahren sind es 50 Cent und nach 2000 Jahren haben wir dann 1 Euro und nach 2020 ist es dann 1 Euro und 1 Cent. Das ist ja noch moderat, aber eine deutliche Entwicklung trotzdem. Was wäre denn, wenn er Zins und Zinseszins hätte? Jetzt will ich immer mal ein paar Zahlen haben. Von denjenigen, die das nicht kennen, schätzen Sie einfach mal, was wäre dann heute? Sagen Sie mal laut, was bieten Sie an als Wert? Was hätte man dann so? Billionen. Okay, andere Zahlen. Ja, einfach laut sagen. Die Erde mehrmals mit Gold. Ja, Wahnsinn. Ja, da kennt sich jemand aus. Gucken wir uns das mal an. Nach 142 Jahren hätte er schon 10 Euro, dann nach 175 Jahren schon 50. Man sieht hier die deutliche Steigerung, nach 189 Jahren sind es schon 100. Nach 236 Jahren hat er schon Tausende und nach 284 Jahren 1 Million. Ich konnte das gar nicht glauben, deshalb haben wir dann selber die Formeln uns genommen und haben das alles nachgerechnet. Also es ist nicht irgendwo abgeschrieben, sondern wir haben das selber nachgerechnet, haben selber dann Zinseszinssystem angewendet und das ist wirklich nachrechenbar. Nach 520 Millionen ist er dann schon Dagobert Duck, hier mit der ersten Milliarde. Nach 1320 Jahren dann die Erde in Gold und deshalb absolut richtig. Nach 1581 Jahren die Sonne in Gold. Wir haben dann auch nachgeguckt, wie die Größenverhältnisse sind und es ist ja gigantisch. Und im Jahre 2010, also just heute, wäre es dann 1 Milliarde Mal die Sonne in Gold. Da merkt man, dass das Ganze irgendwie doch etwas schwachsinnig ist, das System. Jetzt lebt man natürlich auch nicht 2000 Jahre lang, aber Systeme leben so lang. Es gibt Einheiten, die leben so lange. Es gibt, da gibt es Sachen, die leben so lange. Und zwar nicht immer 2000 Jahre, aber doch ein paar Jahre. Hier nochmal, um das Ganze abzurunden, im Jahre 2145 wäre es dann die gesamte Milchstraße in Gold. Ja? Da lobt man sich doch den Zinseszins. Freut man sich, dass es den gibt. Gucken wir uns das an. Diese Zeithorizonte sind dann schon überschaubarer. Das kennen Sie, wenn man sich ein Häuschen kauft, hat man 20 Jahre, 30 Jahre, vielleicht auch manchmal länger für Firmen, auch mit einer größeren Investition. Und da ist einfach die Idee, dass man relativ schnell wieder zurückzahlt, weil Sie sehen hier, wenn der Zins dazukommt, sind das hier schon 30.000, Kapital durch 100 mal Zinsfuß mal Zeit, kommt man ja 30 über 6% bei 50 Jahren auf die 30.000, also 10.000 mal 6% mal die 50 Jahre auf 30.000. Und das Verrückte ist der Zinseszins, der am Anfang wirklich kaum wahrnehmbar ist, weil das ja nur die paar Prozent Zinsen auf den Zins sind. Das ist ja fast nicht wahrnehmbar am Anfang und erst am